Die Migranten, die eine Hilfsorganisation im Mittelmeer aufgenommen hat, sollen offenbar nach Spanien gebracht werden. Das Land hat sich bereit erklärt, die mehr als 300 Menschen vorerst aufzunehmen. Zuvor hatten die Länder Malta und Italien den Helfern eine Absage erteilt. Italiens Innenminister Matteo Salvini wünschte dem Schiff mit den Migranten eine gute Fahrt und schrieb, die Türen Italiens seien geschlossen. Wir sind auf dem Weg nach Algeciras. Es ist noch nicht sicher, dass wir dort an Land gehen können, aber die spanischen Behörden haben uns dorthin beordert, zumindest bis es weitere Anweisungen gibt. Wir sind rund 900 Meilen entfernt. Je nachdem, wie die Bedingungen auf See sind, könnten wir zwischen dem 28. und 30. Dezember ankommen. Wir haben Linosa hinter uns gelassen und passieren Pantelleria im Westen. Gerade fahren wir noch in nördlicher Richtung parallel zur tunesischen Küste. Wir haben in zwei Aktionen drei Menschen vom Schiff gebracht. Die ersten waren ein 2 Tage altes Baby, das seit seiner Geburt keine Nahrung aufgenommen hat, und natürlich seine Mutter. Später haben wir einen 14-jährigen Jungen evakuiert, der allein auf der Reise war. Er hatte eine Infektion im Gesicht und wurde gestern Nachmittag von Bord gebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass Mittelmeeranrainerstaaten Migranten auf einem privaten Rettungsschiff die Einreise verweigern. Ähnlich war es den Migranten ergangen, die auf dem inzwischen stillgelegten Rettungsschiff Aquarius festsaßen. Auch sie durften schließlich in Spanien an Land gehen.